Herzlich willkommen zu unserem ersten Kreativmarathon. Und ich begrüße heute im Interview die Astrid, nicht Angelika, meine Schwester ist Angelika, die Astrid Saragossa. Und die Astrid ist Traumaspezialistin und Psychotraumatologin und Stressmanagement. Wie bist du denn darauf gekommen, bei unserem Marathon mitzumachen? Ich finde das ja total spannend. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen, Ulrike, und dass ihr so eine tolle Sache da auf die Beine stellt. Ja, bin ich ganz begeistert. Die Petra Poth hatte mich angesprochen. Wir kennen uns über eine andere Veranstaltung und da habe ich natürlich gleich gesagt, das will ich gerne unterstützen. Ich bin ganz ursprünglich selber Kreativtherapeutin mit dem Schwerpunkt Musik, also nicht das Malen, sondern eher das Musikalische. Da ist meine Kreativität und auch mein Herzblut. Aber eigentlich ist dann durch die therapeutische Arbeit mein Herzblut noch mehr in die Traumaarbeit gegangen. Deshalb habe ich dann später auch den Master gemacht für Psychotraumatologie und Stressmanagement, und bin in dem Bereich, der mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich die frühe Nachsorge nach belastenden Ereignissen und da für die Familien rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Das ist ja total spannend, weil gerade dieser Bereich ja in den letzten Jahren sehr schwierig für Hebammen wurde und damit sicherlich auch zum Nachteil von den Gebärenden. Ja, Die also es ist das Nachsorge. letzte, genau, es ist die letzten Jahre natürlich noch mal schwieriger geworden, gerade mit den ganzen Corona-Regelungen, dass Frauen alleine gebären mussten, ihre Männer nicht dabei haben konnten, auch Besuchszeiten nach der Geburt, manchmal von einem Tag, einer Stunde am Tag, ja, oder auch bei Frühgeburten, dass nur ein Elternteil gehen kann, und zwar das, was dann auch getestet wurde vorher, sodass die sich das immer für 2 Tage sich dann abgewechselt haben. Also wirklich ganz schwierige Zustände, wo ich denke, dass die Belastungen für Eltern nach der Geburt sicherlich noch mehr geworden sind, als es sowieso schon vorher waren. Also wir haben eigentlich Zustände, wie es Familien nach der Geburt, die nicht geht, wie die nicht wirklich in der Öffentlichkeit sind. Und das ist mein großes Anliegen. Wir müssen da mehr drüber sprechen. Nicht nur die, die wirklich schwanger sind und jetzt gerade selber ist in der Situation, sondern eigentlich muss das ein Anliegen von allen Menschen sein, denn da geht es um unsere Zukunft. Ja, es geht um unsere Gesellschaft. Und ich sage, mit jeder Geburt, die schwierig verläuft, wo es Familien nicht gut geht danach, wo sie nicht in ihrer Kraft und ihrer Präsenz stehen können, um dann auch für ihr Kind da zu sein. Ja, wenn es unruhig ist, quengelig ist, es dem Baby nicht gut geht und wenn dann die Eltern nicht da sind, dann fällt es dem Kind natürlich auch schwer, selber in die eigene Mitte, in die eigene Kraft wieder zu kommen, ausgeglichen zu werden. Ja, und eigentlich geht damit mit jeder Geburt, in der wir so eine Situation haben, ein Stückchen Liebe in unserer Gesellschaft verloren. Ja, nun kommst du ja aus der Kunsttherapie und das finde ich sehr, sehr spannend. Kannst du denn die Kunsttherapie auch in der Nachsorge mit den Eltern irgendwie einbauen oder mit nutzen oder wenn Gruppen entstehen, in denen Rede- und Gesprächsbedarf ist? Du hast ja gesagt, dass du auch ein gerade speziell für Eltern solche Teams aufbauen möchtest, die sich darum kümmern. Hast du Genau. da eine Kombination aus deinem Werdegang? In der Arbeit, die ich jetzt mache, ist es nicht mehr so. Ja, ich habe früher, als ich meine Praxis für Musiktherapie, Familientherapie, Traumaverarbeitung, also ich habe verschiedenste Ausbildungen, ich habe auch eine Atemtherapie-Ausbildung gemacht, da habe ich natürlich alles so ein bisschen gemischt. Aber eigentlich bin ich jetzt sehr auf die Traumaarbeit fokussiert und arbeite da mit einem Gesprächsansatz, der heißt Traumatic Incident Reduction. Da bin ich auch Trainerin und habe hier ein Tool, was wir dort haben, herausgegriffen, um speziell für dieses Thema Menschen auszubilden, die gerne Familien nach belastenden Erfahrungen rund um Geburt unterstützen möchten. Und das ist ein sehr, ich nenne es auch bewusstseinsfördernder Ansatz, der übers Gespräch geht und den kann man nicht so gut mischen mit anderen Dingen. Das ist auch eine Einzelarbeit, kann ich auch nicht in der Gruppe machen, weil die Haltung, wie ich jemanden
mich gegenüber jemandem verhalte, der wirklich in die Innenschau gehen soll, wirklich nochmal spüren soll, Mensch, was ist mir da eigentlich passiert? Ja, was ist da ganz genau gewesen? Welche Gefühle hatte ich? Welche Gedanken hatte ich? Ja, was hat mich damals schon beschäftigt und was beschäftigt mich jetzt im Nachhinein? Da versuchen wir eigentlich alles zu vermeiden, was ihn davon ablenken könnte, in sich hineinzuschauen. Und das wären auch andere Gruppenteilnehmer oder das können auch andere Dinge sein, die dann plötzlich im Hier und Jetzt auftauchen, die nicht wirklich hilfreich sind in dem Moment, um auf das zu schauen, was sie belastet. Und da ist ganz wichtig, diesen Fokus zu behalten. Das hört sich gut an. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Du hast ja auch eine Webseite. Und wir hatten vorhin mal kurz gesprochen, es macht vielleicht Sinn, wenn du zwei Seiten einfach mal zeigst unseren Zuschauern, dass sie sich vorstellen können, wie das auf der Seite funktioniert und wo sie dann auch schnell dich als Ansprechpartner oder euer Team als Ansprechpartner bekommen könntest. Wenn du mal auf beide Seiten kurz eingehen würdest, das würde ich spannend finden. Ja, gerne. Also ich habe eine Seite für die Eltern. Natürlich kann man an Webseiten immer arbeiten, hat man immer das Gefühl, wenn man die erstellt, die sind irgendwie nicht perfekt, ja. Aber ich habe eine Seite für Eltern, da kann man sich informieren über die PIN-Geburtsnachsorgegespräche. PIN kommt von Prävention und intensive Nachsorge, ist also die Abkürzung dafür. Und vielleicht hole ich jetzt kurz vorher noch einen Moment aus, bevor ich auf die Webseite gehe. Denn was ich vorhin gesagt habe, worüber ich gerne sprechen möchte, sind die Fragebögen. Wir haben eigentlich sehr hohe Betroffenenzahlen. Also wenn man schaut, es sind in etwa 770.000 Gebärende jedes Jahr. Und ich sage, wir haben mindestens 230.000 betroffene Frauen jedes Jahr mit Belastungssymptomen. Ja, wenn wir in Studien schauen, da gibt es unterschiedlichste Zahlen, wie viele Frauen wirklich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung betroffen sind, wie viele mit teilweisen Symptomen. Und bei diesen teilweisen Symptomen haben wir 30 bis 45%. Und wenn ich jetzt von 30% ausgehe, dann sind das 230.000 Frauen, die teilweise Symptome einer Belastungsstörung haben. Und das sind nicht genug. Es sind ja noch zusätzlich die Frauen, die eine Angststörung entwickeln, die vielleicht eine Zwangsstörung entwickeln, die vielleicht eine Wochenbettdepression entwickeln. Ja, das sind ja auch nochmal Wo Wochenbettdepressionen. würdest du denn sagen, fängt so ein Trauma an? Wie zeigt sich das? Kann ich gleich nochmal was dazu sagen? Ich wollte bloß viel mehr Betroffene. Als man sich das so vorstellt, weil es überhaupt nicht in den Medien ist, ja. Also wir haben deutlich mehr als 230.000. Wir haben ja auch noch die Frauen nach Fehlgeburten, die Sternenkindereltern, die überhaupt nicht statistisch erfasst werden, wie viele das eigentlich sind, die betroffen sind. Und deshalb habe ich Fragebögen online. Den ersten Fragebogen, den habe ich mit meiner Masterarbeit gemacht. Inzwischen ist es ein sehr ausführlicher Fragebogen, den man auch zur Selbstreflexion nutzen kann. Also wo die Mutter sagen kann, okay, ich gucke mir das mal an, ich schaue mal auf meine Geburt mit Hilfe von dem Fragebogen, wie geht es mir denn, wenn ich da drauf gucke? Ja? Um dann zu entscheiden, brauche ich vielleicht eine Unterstützung oder brauche ich keine Unterstützung? Und da kommen wir gleich auch zu deiner Frage, weil es braucht nicht wirklich eine Diagnose, um an Dingen zu arbeiten, die mich belasten. Ja, das ist immer eine subjektive Entscheidung für das PIN-Geburtsnachsorgegespräch. Wenn man merkt, ah, wenn ich dran denke, dann kommt Tränen, dann kommt Ärger, dann kommt Scham, dann kommt Schuld, was auch immer wir da an Gefühlen haben, die wir eigentlich nicht haben wollen, dann ist es schon ausreichend zu sagen, lohnt sich, um da noch mal drauf zu gucken, damit diese Belastung einfach losgelassen werden kann, damit man präsent ist fürs Kind. Also eine sehr, sehr interessante und zukunftsweisende Arbeit, die du da angestoßen hast. Und kannst du uns auf dem Bildschirm vielleicht mal eine Seite zeigen? Ob ich teilen kann. Ja, das sieht gut aus. Genau, und für diese Fragebögen, das ist jetzt auf meiner Seite www.nachdergeburt.com/Fragebogen. Da finden sich momentan drei Fragebögen, einer für schwangere Frauen,
Da klickt man dann hier drauf, dann muss man die E-Mail eingeben und man kriegt den Link zu einem personalisierten Fragebogen, bekommt dann auch, ich glaube, einen Monat nach der Geburt etwa automatisch den Fragebogen zur Geburtserfahrung zugeschickt. Oder wenn man schon geboren hat, kann man sich auch gleich hier eintragen und den Fragebogen nach der Geburt ausfüllen. Ich habe momentan auch einen Fragebogen zu Verlust oder stille Geburt. Der Fragebogen für Väter ist leider noch nicht fertig. Da kann man sich in die Warteliste eintragen. Und mein Ziel für 2023 ist, 10% der gebärenden Frauen hier in die Eintragung hereinzubekommen, sodass wir wirklich auch Daten bekommen, wie geht es denn tatsächlich den Frauen in Deutschland mit der Geburt, nach der Geburt, ja, um hier Veränderungen zu bewegen. Ja? Denn es muss mehr in die Medien. Wir können hauptsächlich mit den Zahlen etwas bewegen. Wenn wir zeigen können, hier ist eine Belastung und wir haben keine ausreichende Betreuung für die Frauen und für die Männer. Es sind ja auch häufig Männer betroffen, die sind noch gar nicht richtig Thema. Ja? Ja, aber das Von daher finde ich freue ich mich. sehr wichtig, Sie mit einzubeziehen, denn heute ist ja eine wesentlich stärkere gleichberechtigtes Umgehen mit Geburt, mit Familie, mit ob jetzt im Arbeitsumfeld, privat oder überhaupt. Also ich sehe bei unseren Kindern, wie sehr sich die jungen Männer darum bemühen und mit den Kindsaufgaben heranzuwachsen und nahe zu kommen. Also die Entwicklung finde ich sehr, sehr schön. Und dann müssen sie auch genau da mit eingebunden werden. Tolle Idee. Ja, das wäre ganz wichtig. Und es wäre eben ganz wichtig, möglichst viele Einträge zu bekommen, damit wir dann auch schauen können, wo können wir Gelder generieren, wo können wir Unterstützung bekommen, damit Familien besser betreut werden, damit da mehr Aufmerksamkeit drauf fällt. Denn die Hebammen versuchen ja nicht nur jetzt die letzten Corona-Jahre, sondern schon vorher Dinge zu bewegen. Und es sieht so aus, als würden es die Hebammen allein nicht schaffen. Wir brauchen die Stimmen der Eltern, um diesen Weg der Veränderung zu gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass hier alle mithelfen. Und deshalb mache ich auch gerne hier mit, weil das so ein Aufruf ist eigentlich an alle, ja, die sich irgendwie, die denken, Mensch, das hat eigentlich mit Gesellschaft zu tun und deshalb auch mit uns allen, diesen Fragebogen zu verteilen und das weiterzugeben über www.nachdergeburt.com/Fragebogen. Das wäre ganz super. Man bekommt eine Auswertungsmail, wenn man das anklickt, in der man auch eine Auswertung von drei Fragebögen bekommt, die da drin sind, mit einer Empfehlung, und auch natürlich einen Link zu unserer Teamliste. Also wir haben ein PIN-Geburtsnachsorgeteam von denen, die auch diese Gesprächsform lernen. Die Idee ist aber, dass auch noch andere mit auf die Webseite kommen, die sich in diesem Bereich kümmern um Eltern, die Eltern hier unterstützen, also auch da gerne Fachkräfte, die Kontakt aufnehmen wollen und die vielleicht auch gerne mehr wissen wollen über das PIN-Gespräch. Da habe ich eine Infowebinarreihe, die ist auch kostenlos, da kann man sich was anschauen, was das überhaupt ist, das PIN-Gespräch, etwas über die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir haben eine Interventionsstudie gemacht mit der Uni Innsbruck und haben starke Effekte auf die Reduzierung von posttraumatischer Belastungsstörung, starke Effekte auf die Reduzierung von Wochenbettdepression und auf die Entwicklung von persönlicher Kraft. Also ich bin dabei, das auch mit diesen Fragebögen, ja, zu zeigen, dass es Sinn macht, dass wir wirklich etwas brauchen und dass wir aber auch schauen müssen, was hilft den Frauen, ja? Ist es das Gespräch in der Klinik, wenn sie nochmal mit dem Arzt drüber sprechen, ist das ausreichend? Genau. Oder ist es ausreichend, wenn Sie sich online Informationen holen in einer Selbsthilfegruppe oder was auch immer? Ja, was ist es, was Es wird wirklich sich ja im Prinzip, wenn die Fragebögen erstellt sind, mit der Zeit herausstellen, wo die Schwerpunkte sind. Genau. Und deshalb ist es auch wichtig, so einen Fragebogen zu haben, der nicht nur für eine Studie ein Jahr dauert, ja, sondern der Das einfach muss länger. Ja. immer wieder Daten einholt und vielleicht auch ein Folgefragebogen kommt dann in einem Jahr oder in 3 oder in 5 Jahren, wo man schauen kann, welche Auswirkungen hat es denn tatsächlich auch auf den späteren Verlauf in dieser Familie. Ja. Genau, und da kann ich nochmal die Seite teilen von den Infowebinaren. Die ist nämlich auf der Seite für die Fachkräfte. Die Seite für die Fachkräfte, hier, wenn man YouTube einbindet, kommt immer was anderes. Das ist
Genau. Und die heißt www.geburtstrauma.de und da findet man dann, hier sind die Fortbildungen, Einführung in die Psychotraumatologie ist die kurze Fortbildung für einen Tag hier, da lernt man die Geburtsnachsorgegespräche in der Fachfortbildung. Und hier bei das PIN-Geburtsnachsorgegespräch, Babys brauchen glückliche Eltern, da kann man sich hier für die Infowebinarreihe eintragen. Das sind drei Webinare, da hatte ich jetzt welche im Dezember, aber da werden im Februar wieder welche kommen. Und da geht es in dem ersten erstmal um das PIN-Gespräch, dann um den personenbasierten oder auch die menschbasierte Arbeitsweise, nämlich die Haltung, wie wir dem Gegenüber begegnen, ist ein ganz wichtiger Teil in der Ausbildung. Und das dritte ist hier über die Ergebnisse von der begleitenden Forschung, dass ich da was erzähle. Genau, Prima. also wenn es Fachkräfte gibt, die sich dafür interessieren, gerne eintragen unter www.geburtstrauma.de. Babys brauchen glückliche Eltern. Oder gleich für die Fortbildung anmelden, natürlich auch sehr gerne. Genau. Genau, also anmelden, wo Bedarf ist. Und der Kreativmarathon, den Petra Poth ins Leben gerufen hat, ist ja eine optimale Möglichkeit für dich, übers ge gesamte Jahr hin in irgendeiner Form präsent zu sein. Sei es durch dieses Interview, es werden auch noch viele Aktivitäten im Laufe des Jahres stattfinden. Nochmal gleich. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Und wir haben einfach die Möglichkeit, durch diesen 40 Kilometer und 192 Meter Marathon darauf aufmerksam zu machen, dass Künstler, kreative Menschen, aber auch unsere Sponsoren einfach mehr Sichtbarkeit und Präsenz brauchen. Und diese Idee zu schaffen, es in einem Jahr, wenn wir das zusammenbekommen, wir werden die ganzen Kunstwerke, die können alle Künstler, ob große oder kleine, aus Kindergärten oder aus privat, auch die, die gerne häkeln, dürfen sich einbringen, Storytelling, Musik, alles, was mit Kreativität zu tun hat, werden wir in irgendeiner Form digital aneinanderreihen. Und dann zu diesem Marathon zusammenführen. Und werden wir das schaffen, ist auch schon die Anfrage ans Guinness Buch der Rekorde. Und wir sind davon überzeugt, dass wir im Laufe des Jahres viel Aufmerksamkeit bekommen werden. Und das haben wir ja auch schon, denn wir haben auch schon einen regionalen TV-Sender, der sich für unser Projekt interessiert oder für Petra Poths Projekt interessiert. Ich bin aber so mit dem Herzen dabei, dass es immer schon meins auch ist. Schön. Also ich will auf jeden Fall, das ist Petras Projekt und Kunst am Zaun besteht ja auch schon länger und sind da sehr aktiv und sie hat auch schon mehrere Preise für ihre Projekte bekommen. Und wir haben jetzt sogar eine Schirmherrin bekommen können. Ich muss den Namen ablesen, weil er mir nicht so von der Zunge geht. Und zwar vom die Annie Ogrezianu. Und zwar ist sie Gewinnerin auf The Voice of Germany. Und sie Großartig. hat spontan gesagt, da mache ich mit. Ich bin als Schirmherrin dafür da. Das Projekt fasziniert mich so, dass sie Ich. wirklich von jetzt auf gleich gesagt, das mache ich, das mache ich. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass es wirklich auf einem ganz tollen Weg ist. Und am 9. Januar ist die große Auftaktveranstaltung. Und da werden wir auch einen Workshop, Petra wird einen Workshop haben, Moderatoren, Musik, Interviews. Es wird also einiges auf dieser Auftaktveranstaltung stattfinden. Und spannend finde ich diesen Workshop, wo es um eine bestimmte Form des Malens geht, der Neurografik. Total spannend, intuitives Malen, wo man sich selber
in die Zeichnung gibt und damit im Prinzip seine Seele ein Stück weit öffnet, sein Herz ein Stück weit öffnet und sich da ganz viel über diese Art der Zeichnung oder des Malens auflösen kann bei einem. Ich finde es ganz spannend. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde es auf jeden Fall mitmachen. Ich habe mich auch schon angemeldet. Und Auch noch nie gemacht, aber ich habe schon Zeichnungen von dir gesehen und es ist eine ganz Wunder. wunderbare Arbeit. Ja, Ja. wunderbar. Und wenn jemand Interesse hat, als Unternehmer, als Sponsor, als kreativer Mensch mitzumachen, hier unter dem Interview gibt es eben den Link zur Anmeldung und einfach mitmachen. Der Mitmachpreis ist 47 Euro, wo man also nur wirklich gar nichts gegen sagen kann. Es ist als Sponsoring gemeint und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt, weil es kommt nämlich dazu, es ist ja eine Charity, wo 50% der Einnahmen zum Ahrtal gehen, weil wir auch die nicht vergessen wollen, die auch Sichtbarkeit brauchen und das Geld kommt direkt bei den Menschen an, nicht irgendwo in Verwaltungen oder Töpfen oder so, sondern es kommt wirklich direkt bei den Menschen an. Und das kann man also wirklich unterstreichen und ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Ich habe einfach mal geschaut, was sich so in den letzten Tagen auf der Homepage getan hat. Und wenn ich sehe, wie die Feedbacks unserer Sponsoren sind, da ist zum Beispiel die Stefanie Lang aus Bad Segeberg. Die Aktion ist so irre und so toll, da muss man einfach dabei sein, sich mit vielen Menschen kreativ zu vernetzen und Gutes dabei tun. Also, das ist doch schon mal eine Aussage, die wirklich Hand und Fuß hat. Und da gibt es noch mehr, aber die müssen wir jetzt nicht alle hier aufführen. Ja. Also, unter dem Interview ein Link, anmelden, mitmachen, bei uns persönlich melden, alles möglich. Ja. Und übers Jahr viel Präsenz. Aber jetzt ist für dich nochmal ganz wichtig, du hast ein Buch mitgebracht. Magst du Ja, da noch was zu sagen? genau. Ich biete im Rahmen des Sponsorings, werde ich ein paar Bücher ausgeben. Das heißt, So ist es sehr gut zu sehen, ja. Traumatische Geburt verarbeiten gibt es auf Amazon. Und eigentlich ist das Buch für die Eltern geschrieben, weil es auch für Eltern manchmal schwierig ist, weil es so aussieht, als wären die Geburten, so wie sie heutzutage passieren, ganz normal. Ja? Aber es ist nicht normal, ja? Sondern es ist wirklich, es sind ganz normale Reaktionen eigentlich auf ein unnormales Ereignis. Und deshalb soll dieses Buch Mut zusprechen, sich selbst um sich an erster Stelle zu kümmern, ja, zu gucken, dass man wieder in die Kraft kommt, wieder in die innere Mitte, damit man dann für den Alltag, für das Baby präsent sein kann. Genau, da wird es ein Ganz paar Bücher. lieben Dank. Erstmal ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du das auch als in unsere Verlosung mit reingibst. Da sprichst du nämlich noch einen ganz wichtigen Punkt ab. Jeder, der mitmacht, wird auch an einer Verlosung teilnehmen, wo es auch richtig gute Preise gibt. Ihr werdet das sehen auf der Webseite. Schaut einfach mal rein. Also es gibt viele Möglichkeiten für euch als Sponsoren, da von zu profitieren in jeder Form. Ja, schön. So. Und weil du vorhin gesagt hast, auch Musik möchtet ihr einreihen in Ja, den Ton, ja. dann kann ich ja mit meiner Musik für Sternenkinder da auch noch einen Beitrag bieten. Können wir ja noch mal sprechen. Da können wir noch mal sprechen. Das würde ich auch sehr spannend finden. Da könnten wir vielleicht auch noch mal ein separates Interview machen. Das Jahr ist lang. Schauen wir einfach, wie sich das entwickelt. Und Super. es wird viele Möglichkeiten geben. Aber zum Buch noch mal. Nicht nur in der Verlosung, sondern das kann man auf deiner Seite auch bestellen. Und das ist auch nochmal wichtig, weil auch mit dem Buch unterstützt ihr ja praktisch die ganze Arbeit. Ja, genau. Und es ist natürlich auch für Fachkräfte interessant, es zu lesen, um so ein bisschen drüber zu wissen. Wenn jemand sagt, vielleicht möchte ich auch Frauen dorthin vermitteln, dass sie die Gespräche machen, dann hat man selber auch ein bisschen mehr Idee dazu, um was es denn eigentlich geht. Genau. Wunderbar. Und
Wir hoffen einfach einmal durch dieses Interview, dass alle, die zuhören, uns weiterempfehlen. Sowohl die Astrid Saragossa in ihrer Arbeit, aber auch unseren Kreativmarathon feste unterstützen. Fragt in eurem Freundeskreis nach. Schaut euch um, wer macht wo was. Wir sind alle kreativ und es ist so wichtig in der heutigen Zeit, parallel zu all dem, was auf uns einströmt und uns belastet, etwas Schönes zu kreieren und um wieder in eine positive Haltung zu kommen, um Positives nach außen weiterzugeben, die Menschen einfach glücklich zu machen. Genau. Und schön, lass uns da die Aufmerksamkeit und den Fokus drauf legen. Ganz genau, ja. Sehr schön. Dir, liebe Astrid, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses spannende Interview und für die Zeit, die du uns hier gewidmet hast und von deiner Arbeit erzählt hast und dass du den ersten Kreativmarathon von Petra Poth und Kunst am Zaun hier so wunderbar unterstützt. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Gerne, ich danke auch, Ulrike, danke für das schöne Interview und ich wünsche einen ganz großen Erfolg und viel Aufmerksamkeit. Aber sowas von. Okay, mach's Astrid, gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.